So, ich werde mich noch von ein paar Sachen jetzt trennen. Ich hole mal nach und nach. Was geht, was geht? Den Zocker-Van hast du auch noch? Ja. Ich glaube, alles noch einmal. Selbstverständlich. Selbstverständlich habe ich den noch. Das ist halt einfach der Growth DJ, ne? Was soll ich dir sagen? Er ist halt auch schon Legende. Der ist uralt, das Ding auch. Sehr gut. Perfekt. Dankeschön. Ich glaube, Broke. Ja, Broke. Beiseite. Strike. Bremsen, bremsen, oh Gott, bremsen, bitte. Wer den haben möchte, weiß ich nicht. Den habe ich auch schon ewig. Da ist auch mein ganzer Scheiß drin. Ich nehme das nicht mit. Da ist aber, keine Ahnung, Rubin, Farbstoff, Sicheln. Ach, da ist alles drin. Alles Mögliche. Ich würde den gerne hier lassen. Den habe ich damals auch gekauft. Den habe ich geschenkt bekommen. Der wurde mir überlassen. Der wurde mir auch übergeben von einem von den Leuten, die damals gegangen sind. Ich weiß aber nicht mehr, wer mir den gegeben hat. Kannst du mal reingucken? Da ist ein Haufen Zeug drin. Das ist bestimmt mitbekommen, ne? Am Montag. Oh ja, das hat mir den ein oder anderen Knochenbruch hat mir das beschert, aber ist trotzdem ein geiles Teil. Sagt man den Pfeiler an der Tankstelle, ja? Ja. Ja. Das war noch cool. Geiles Teil. Sehr gefährliches Ding, ja. Ja, würde ich auch gerne jemanden geben. Oh, oh. Rette sich, wer kann? Oh oh. Oh oh, Double. Ich hab mein Schneemobil. Also, ich will dir nichts sagen, ne? Aber eigentlich kannst du es dann nicht abgeben, ne? Ne. Loco, komm her. Ich hab mir geschworen, das Ding nie wieder anzupacken. Jetzt kannst du jeden Tag aufkitzeln. Aktion, das ein bisschen was hin. Nein, oder? Warum denn, Loco? Das den nochmal aufkitzeln? Oder? Nochmal aufkitzeln, ne? Ich bin sicher, dass du nicht mit nach Kuba nehmen willst. Ja. Guck mal, das Ding ist, die Karre hat immer den OG gehört. Damals hat sie Louis gehört. Da war er schon genauso, wie er ist. Dann hat Louis ihn mir übergeben. Und ich habe ihn nie verändert. Er ist genauso, wie er ist. Und ich finde, das gehört zur Tradition mit dazu, auch wenn das mein absolutes Lieblingsauto ist und ich die Karre über alles liebe, ist trotzdem, er gehört hierhin und nirgendwo anders. Und es war schon immer das OG-Auto und ich hoffe, dass die Tradition, auch wenn du es, hoffentlich machst du es ewig, aber selbst wenn du es irgendwann nicht mehr machen solltest und es würde einen Nachfolger geben, dass auch dieser dann in die Hände von denen geht. Das wäre meine Bedingung daran. Safe. Das war alles. Den Monster Truck nehme ich mit. Ich habe noch den Buccaneer, den ich mitnehme, und deinen Sabre, den du mir gegeben hast, Loco. Mhm. Die drei nehme ich mit, den Rest, den Rest habe ich jetzt verteilt, mehr habe ich nicht. Ja. Ich hoffe, ihr habt da noch ein bisschen Freude dran an den Shit. Ja. Und wie gesagt, ja, wenn nicht, dann könnt ihr es auch verkaufen oder so. Ne. Also ich mache da jetzt, da braucht sich keiner Gedanken machen, dass er den jetzt Ewigkeiten hütet oder so. Ich mache da kein Auge. Habt da Spaß, solange ihr Spaß dran habt, wenn ihr die Karre nicht mehr fühlt oder whatever, dann könnte sie ja auch wegtun oder weitergeben selber. Ich bin ja eigentlich immer ein Freund davon, Sachen weiterzugeben, aber das ist am Ende jetzt euer und da will ich keine Bedingungen machen, außer mit dem Impala. Habe ich sonst keine Bedingungen an die Sachen, so ich schenke sie euch einfach. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit und macht mit, was ihr wollt. Und aber wie gesagt, braucht keiner schlechtes Gewissen haben, wenn er irgendwann vielleicht das nicht mehr haben will oder so. Ja, komm, ich will das jetzt gar nicht so hart in die Länge ziehen. Deswegen können wir jetzt gleich eigentlich los. Ich will einfach nur nochmal Dankeschön sagen für eine krasse Zeit hier. Jeden Einzelnen von euch, jeder Einzelne hat irgendwie seinen Teil dazu beigetragen, dass das am Ende irgendwie so war und so geworden ist, wie es hier am Ende des Tages war. Wo man einfach stolz drauf zurückblicken kann. Zumindest tue ich das. Und ja, ich glaube, ich habe schon viel gesagt. Ich weiß nicht, was ich noch viel sagen soll, außer einfach Dankeschön. Ne? Ich hatte immer Rücken von allen. Und werde die Zeit hier nie vergessen. Ich will das gar nicht so ins Traurige ziehen, habe ich gerade auch schon zu Bro gesagt, weil das Ding ist, ich sehe das hier auch einfach gerade als einen Neuanfang für die Jungs und Mädels, die hier weiterhin voll motiviert sind und die hier noch was reißen wollen. Ich finde, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um dass auch ich mich da jetzt als letzte Altlast quasi ausklinke. Und wie gesagt, hängt auch nicht zu sehr an den alten Sachen rum. Findet euren eigenen Weg. Ja, wenn das ein oder andere vielleicht ganz gut war, was die Vergangenheit gezeigt hat, dann freue ich mich natürlich, wenn sowas dann irgendwie auch weiterhin hier Anklang findet. Aber ansonsten
macht einfach euer Ding, macht es so, wie ihr es für richtig haltet. Ich bin fest davon überzeugt, dass es gut wird und ich würde auch niemals jetzt verlangen, dass hier irgendwas krass werden muss oder sowas. Sondern ich konnte auch niemals das beeinflussen, ob das hier was wird oder nicht. Ich habe einfach auch sau viel Glück gehabt. Ich habe die richtigen Leute zur richtigen Zeit gehabt, die mich einfach unterstützt haben. Das ist ein Projekt. Ja, dabei dich auch. Du hast auch einen großen Teil dazu beigetragen, ja, gerade in der Anfangszeit. Das weißt du auch. Wir beiden hier alleine brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ja. Was wir hier durchgemacht haben, so, das steht für sich alleine. War schon weh. Und ja, macht einfach das Beste draus. Und wenn ihr einfach mit dem Herzen dabei seid, dann ist es auch egal, ob ihr viele seid, wenig seid, ob das was wird oder auch wenn das nichts wird. Bei mir hätte die Karre hier auch 6-mal den Bach runtergehen können. Ich habe auch so oft die Kurve so gerade noch gekriegt. Am Ende des Tages nur, weil ich Leute an meiner Seite hatte, die mir immer Halt und Rücken geboten haben, die an diese Vision, die wir hier haben, immer geglaubt haben und die mitvertreten haben. Und wenn ihr mit dem Mindset weiterhin einfach hier an diese Sache rangeht, dann bin ich mir sicher, dass ihr was Krasses erschaffen werdet über die Zeit. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Einfach Dankeschön, Jungs und Mädels. War krasse Zeit, werde ich nie vergessen. Wirklich, danke. Können wir nochmal ein Gruppenkuscheln machen? Yes. Ja. Um Gottes Willen. Nee, du auch nicht. Komm her. Oh, ja, Digga, ist klar. Oh, geil. Ich nehme einen Decker im Nacken, Alter. Wer hat hier Mundgeruch? Ich. Immer ja, der merkst es jetzt selber mal, ne? Ja, aber ne, ich glaub so, wenn jemand das dann geburt, dann bist das du so. Weil ne, das, was wir hier sind, oder was wir hier sehen, so, das ist letztendlich alles nur deswegen da, weil du hier warst. Und also wenn jemand Danke sagen kann, das sind das wohl wir, weil du hast Leute in deiner Familie gegeben, die vielleicht keine Familie hatten, manche hatten vielleicht welche, mag sein. Aber das, was wir haben, so, das ist eine ganz besondere Familie. Und ich meine, wir haben schon ziemlich viel Shit durchgemacht und ich selbst weiß natürlich nicht mal alles, weißt du? Und ich kann nur sagen, ich habe das sehr genossen, ich genieße es immer noch und probiere natürlich den Namen der Grove nicht komplett in den Ruin zu treiben. Dementsprechend bin ich auch froh, dass die Leute noch da sind, die da sind und ja, das wird geil. Safe. Leider ohne dich, aber gut, jeder muss seinen Weg irgendwo gehen. Aber wie gesagt, ne, ich habe dir schon gesagt, so, du kannst natürlich genießt deinen Urlaub, aber wenn du doch mal den Weg hier zurückfindest, so, dann würde ich mich auch freuen, muss ich dir ehrlich gestehen. Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das sage ich jetzt auch nochmal in gesamter Runde. Es ist nicht davon auszugehen, dass ich nochmal wiederkomme. Ich will nicht, dass Leute auf mich warten oder sonstiges. Wenn es mich irgendwann komplett überkommt oder so, oder aus welchen Gründen auch immer, dann lasse ich mir die Tür selber offen so. Aber ich sag mal, da sollte niemand drauf warten, da sollte niemand drauf hoffen. Der Stand ist wahrscheinlich eher, dass ich das so in Erinnerung behalte, wie ich es habe und damit jetzt auch einfach meinen Frieden finde. Hi. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the five sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me. Gut, damit ihr jetzt gleich dann auch noch zu den Leuten könnt und sowas, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt durch, Hayes, wa? Ja, machen wir. Ich würde tatsächlich sagen, du nimmst noch was mit, aber ne? Soll macht bestimmt Auge. Ja, alles gut, alles gut. Oh, ich weiß, wie es funktioniert, ja. Die Liga wartet auf uns. Ich weiß, wie es funktioniert, von daher alles gut.
Und das, manche Sachen verlernt man ja nicht, ne? Was mit Daniele jetzt? Was ein Held. So oft. Jo. Ich hoffe für dich, dass dein hässlicher Arsch noch nicht in Kuba am Strand hängt, ne? Mein hässlicher Arsch steht gerade noch tatsächlich am Flughafen und wir rauchen gerade den letzten, bevor ich Abchecker mache. Ich bin in 5 Minuten bei dir. Okay, bis gleich. Jo, ich rufe dich gleich zurück, ja? Jose kommt auch noch kurz vorbei. Ja, schon. Eieiei. Ja, fühlt sich sehr komisch an, ey. Schon oft hier gestanden, aber jetzt noch nie selber irgendwie. Komisch, ne? Ja, es ist wirklich alles sehr komisch. Werde ich auch noch wahrscheinlich ein paar Tage oder Wochen brauchen, um das erstmal irgendwie alles zu rallen. Glaub mal, krass ist es auch, wenn du gleich ins Flugzeug steigst und merkst, holy shit, ist es echt soweit. Ja. Das ist nochmal so dieser Blick nach hinten, weißt du? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann schon so ein bisschen ahnen. Es graubt mir schon ein bisschen davor, aber gut. Was geht ab? Was geht ab? Was geht, was schön, geht? Schön, dich zu sehen. Ja, ich habe gerade deine SMS gelesen. Ich war gestern nicht da. Ich bin heute erst wieder angekommen. Ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Plus einmal nicht so, Jose. Ich schwöre dir, ne, ich hätte in den Arsch getreten, wenn du jetzt schon in Kuba gewesen wärst. Ich wäre hinterher geflogen, hätte den nächsten Nachtflug genommen und dann hätte ich dir sowas von in den Arsch getreten. Das kannst du dir aber gar nicht vorstellen. Ne? das mag ich zu bezweifeln. Das weiß ich wirklich mit. Du weißt doch, wenn du mich da in der Hängematte hättest liegen sehen, na, dann hättest du dich eher in die zweite daneben gelegt. So ein Ding. Wenn ich dir in den Arsch getreten habe. Das kann sein. Ja, keine Ahnung. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob ich noch was sagen kann und wie ich es sagen kann. Habe mir viel überlegt, aber jetzt stehe ich hier und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Am Ende des Tages kann ich eigentlich, wie ich eben schon im Kreisel unten gesagt habe, Dankeschön sagen. Jetzt gerade hier auch nochmal auch an die Crusader, natürlich auch an alle anderen, die gerade nicht da sind. Ja, großes Dankeschön geht da raus, ja, für jahrelange Freundschaft so. Das ist gerade hier nicht selbstverständlich, wenn wir halt irgendwie betrachten, was die letzten Jahre so passiert ist, ne? Und wie viele Leute ihr Wort verkauft haben für all möglichen Scheiß. Gibt halt echt nur wenige Leute, die wirklich an ihr Wort halten. Und das habt ihr immer zu 100%. Und deswegen war ich immer sehr froh, euch zu meinen Freunden gezählt zu haben. Oder ist immer noch, ist er jetzt. Ich bin nicht tot, aber... war eine krasse Zeit, glaube ich, ne? Es war eine heftige Zeit. Es waren jetzt, ich glaube, ich bin 3,5 Jahre hier. 3 Jahre mache ich den Bums jetzt fast als OG. Und ja, war heftig. Viel erlebt, ne? Mit jedem einzelnen von euch. Ich glaube, ich könnte jetzt mit jedem 2 Stunden reden, was man so selber persönlich miteinander erlebt hat, wie man sich kennengelernt hat. Aber das weiß ja jeder für sich selber. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich nur bedanken. Mir fällt das sehr, sehr schwer. Es ist eine harte Entscheidung jetzt gewesen und ja, keine Ahnung. Einfach Dankeschön, jeden Einzelnen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das auch an den Rest von gerade jetzt hier an die Crusader, wenn ihr das auch an den Rest von euch, von euren Jungs und Mädels übermittelt. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, so. Und ja. Ja, ich glaube, Luca hat mir vorhin die Worte eh schon geklaut, aber ich glaube, wenn haben wir uns zu bedanken, nicht du dich, für die Zeit, die wir mit dir hatten, für das, dass wir überhaupt hier sein durften, für alle die wilden Zeiten, die wir erlebt haben und das ganze Blödsinn, was wir gemacht haben. Ergänzend zu deinem, wir werden bestimmt einiges von dir übernehmen, wir werden auch dich immer gut in Erinnerung behalten und uns hoffentlich nicht selbst zerstören, Double, ne? Aber... Das nicht drüber reden. Ja, es ist schade, dass du gehst. Das habe ich dir auch schon gefühlt 50 Mal gesagt. Ich könnte es dir noch 51.000 Mal sagen. Es ist schade, dass du gehst. Und wenn ich was machen könnte, dass du hier bleibst, würde ich das tun. Aber ich gönne dir auch jetzt deinen Ruhestand. Ja, danke. Verpiss dich endlich, Mann. Ja, besser ist. Ich wünsche euch was. Danke für alles. Ciao, ciao. Groß steht vor live, Digga. Wir sehen Haut uns rein. Irgendwann. Ich komme nochmal zwischen Jungs, euch, ja. Bestimmt. Mach's gut, Jungs. Aber wir müssen warten, bis sie aussteigen. Wenn die zu früh so, dann ist es so, ist halt lame, ja. Okay, ruf mal alle an, wir treffen uns wieder da. Hallo? Hallo. Bist du allein? Ich stehe neben dir. Hallo. Zwix, Alter. Du bist so ein fucking Dulli, ne? Das ist nicht mehr normal. Mann.
Oh, die haben wir. Nee, du und Schwarz, jetzt machen wir das da um die Ecke weiter. Komm mit. Ja, okay. Ich hab keine Ahnung. Also ich schwöre es auf mein Leben. Ich weiß nicht, was. Da hast du sofort, wo du grün gesehen hast, hast Nein. du sofort schon Dispatch gesehen, weil du wusstest, weswegen wir hier sind. Nein, ich weiß davon nichts. Hände kann man du jetzt mit... eigentlich weiter? Ich lüge nicht. Hände kann ich man auch mit dem Messer um abschneiden. Dauert zwar länger, aber funktioniert auch. Bitte nicht. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe keine Ahnung. Ich schwöre wirklich. Ja, ich habe noch nie die Kopf. Ich sind die schon wieder da. Was? Oh. Na, was ist hier los? Was? Sag mal, ist das euer Scheiß-Ernst oder wollt ihr mich verarschen? Komm, ey, ist schon langweilig. Mein kleiner Spaß muss auch mal sein, oder? Ist mal ehrlich. Alles cool. Wir haben dich verarscht. Alles cool. Alles entspannt. Lauf noch um jetzt hier. Überfall. Nein. Warte, komm, wir überfallen den hier. Überfallen den. Nimm deine Finger jetzt hoch hier. Was no? Ja, du Fettsack, jetzt lädst du hier mal ein paar Zementdecker rein. Und ich hab auch einen Namen, aber. Astrein. Aber wie gesagt, kein Glück. Das wäre ein beschissener Name. Was? Der Name ist so dumm, Alter. Das ist jetzt kein Seil oder so, das ist halt schon eine große Röhre. So. Wenn du nicht komplett besoffen bist, so, dann kannst du da schon rübergehen. Ah! Wenn du nicht komplett besoffen bist, so. I got a feeling that you bet you hits. Like I'm on the road to crash with piss. But I'm still full of hope and mad for mix. Can never change my mind to half my bliss. Cause the fun on my glories and the words that I'm placing. I'm so sorry but my worries don't alert when you're chasing. If you're serious then meet me on the curb turn we're playing. But you'll never be the one who disturb all of me. And hey, what you doing now? You wanna act and smart. But you're too happy in your actions and electric car. Ein, zwei krasse Lines hab ich noch am Start. Du hättest ja gehen können, ich hab es dir gesagt. Machst im Start ein Auffällt. Boss, bisher aber kein Geld in deine Tasche floss. Dauerhafte Schulden im Police Department. Hast kein Cent für den Benzer, wie erwartet. Ich gestehe, ich mag euch nicht. Bekomme ich jetzt Strafminderung? In eurem Dienstausweis steht der Prozentsatz eurer Behinderung. So, Gabi. Wer sind hier die Gangster? Der war nice. Wer sind hier die Gangster? Ja, und falls ihr mich noch nicht kennt, man nennt mich JJ. Komm mit Ready B. Richtig gut, Alter. Und zünde dem Land und du finanzierst dein Auto mit Fanta. Meine Tracks gehen in die Offensive wie der QB von den Philadelphia Eagles. Das war das Ende von meinem zweiten Track. Geh jetzt von der Bühne, haut rein, ihr Keks. Okay, laufen. Jetzt. Sofort die Hände hinter den Kopf. Hände hoch. Hände hoch. Keine Bewegung. Umdrehen zu mir. Letzte Worte. Anlegen. Entsichern. 3, 2, 1, Feuer. Du dumm Wichser. Ja, beruhigt euch. Beruhigt euch ein bisschen. Miguel, komm. Ja, Miguel, Alter, beruhig dich doch mal, Bruder. Komm. Wie lange kennen wir uns schon? Seht einer von euch eine Waffe. Knall ich ihn ab, steckt die Scheiße weg. Ihr wisst genauso gut wie ich. Ich kann euch hier nicht alle umbringen. Ich werde Isaac mitnehmen. Ist es dir das wert? Du wirst Isaac nicht mitnehmen. Musst du an uns vorbei. Dann geh jetzt wieder. Verpiss dich. Verpiss dich. Also, hier steht die ganze Familie, ja? Und du weißt ganz genau, was es heißt, wenn die ganze Familie hier steht, ja? Geld zusammen und sie löst das Problem auf. Leg die Waffe weg. So, jetzt nimm die Waffe runter. Dann töte ich Schückrü. Der ist Schückrü. Na, der hier von Trödeltrupp.
Da ist nicht mal Munition drin gefunden! So, Hendo, du Motherfucker. Nimm die Hände hoch. Was seid ihr denn für Ampelmänner? Nimm die Hände jetzt hoch. Flossen hoch. Alle in die Autos, Abfahrt. Ja, erinnerst du dich an uns? Ja, ihr seht alle gleich aus. Natürlich erinnere ich mich an euch. Ihr seid mit Abstand der schlechteste Haufen Crips, den ich hier gesehen habe. Seid ihr fertig mit eurer komischen Vorstellung? Würde ich sagen. Alles Gute zum Geburtstag. Fickt euch. Ihr könnt euch alle ficken. Alle. Kann mir einer die Scheiße jetzt wegnehmen? Was, außerdem habe ich doch noch gar nicht Geburtstag. Was hast du denn? Kommen wir vielleicht doch nicht drum rum. Anlegen. Letzte Worte. Rusty for life, Motherfucker. Feuer. Das ist ja schon fast süß. Richtig. Geh noch ein bisschen nach vorne, hast du noch irgendwas zu sagen? Dreh dich um. Irgendwelche letzten Worte? Nö. Alles klar. Dann haut rein. Ja, das war's. Ciao. Du brauchst von mir keinen Respekt haben. Das ist mir komplett egal. So, ich kenne dich gar nicht, ich weiß gar nicht, wer du bist. Eben, dann kannst du dann musst du erwarten, dass ich Disrespect habe. Nee, wenn du mich disrespektest, dann hast du halt ein Problem. Welches Problem habe ich denn jetzt? Ja, dann hast du ein ziemlich großes Problem, weil wer disrespektet, ne, der kriegt halt meistens ziemlich hart auf die Fresse. Okay, dann drauf gönne ich mir erstmal mein gutes Hasch. Au! Gib mir, Junge. Ey, warum schießt ihr? Ja, und jetzt schießt ihr, zieht ihr Waffen, ne? So viel zum Thema, nicht eskalieren lassen. Ist doch nicht eskalieren. Warum schießt ihr denn? Deswegen schießt ihr und zieht Waffen. Hat auf euch jemand geschossen? Es wurde gerade geschossen, ja. Es wurde geschossen. Weil er immer noch auf uns gezielt da hinten. Was soll das? Keine Ahnung, ich gucke mich ein bisschen an. Hände von... So, Kollege, gib mir mal dein Funkgerät. Ja, kann ich den da runternehmen? Ja, nimm runter, mach keine Faxen. So, Telefon, Crablet ausmachen, mir geben. Das hört hier und jetzt auf. Ja? Ihr gebt denen jetzt sein Auto wieder und dann will ich, dass ihr, wenn ich höre, dass in den nächsten Tagen bei uns ein Auto fehlt, dann wird es richtig ungemütlich. Sind wir uns da einig? Gehen wir so weiter. Ja, gehen wir so weiter. Ich werde die Fahrt auch gleich durch. Gib ihr doch. Macht euch schon mal bereit, ja, um euch in den BMW zu schmeißen. Geht schon mal ins Auto. Ja. Das wäre jetzt so, so gut. Ich würd's jetzt enjoyen. Los. Was war's? Okay. Perfekt. Haben wir doch noch ein bisschen Spaß. Ich glaube, ich muss mich setzen, mir geht's gar nicht gut. Ja, setz dich mal hin. Aber das ist... Den Kopf streicheln soll ich dir jetzt nicht auch noch. Also. Vielleicht, wenn du Glück hast, ja, dann rufe ich dir hier noch einen Arzt. Das überlege ich mir gleich aber noch. Ich glaube, du bist gar nicht in der Position, hier irgendwie nur ansatzweise dein dummes Maul aufzureißen. Ja. Hat dir irgendjemand was zu melden? Was? Hast du mir gerade widersprochen? Nee, tatsächlich nicht. Hast du mir gerade widersprochen? Ja, habe ich. Das ist eine schlechte Idee, Freundchen. Wenn deine Leute dabei sind, hast du große Chance, um meinen Bein aufzumachen. Hast du überhaupt was zu sagen, Alter? Was bist du für ein Lelek so? Und jetzt macht er sein Maul auf. Wollt ihr, dass das hier eskaliert, oder was? Ja, dann haltet doch mal die Schnauze. Was ist denn los? Nee, was, wenn ihr die Schnauze haltet? Was ist, wenn ich dir die Fresse einschlage, du Pisser? Halt mal die Fresse. Ja, hier, komm. Du bist hier zu Gast, du Wichser. Seht jemand, eine Knarre wird geballert. Sag, okay. Steck. Was? Seid ihr behindert? Digga, ja, seid ihr dumm? Dein Ola hat eine Waffe gezogen, du Behinderter. That escalate quickly. Aber Red Fox hab ich richtig auseinandergenommen. Also. Du kannst viel erzählen, Alter, und du kannst die gleiche Scheiße labern, Alter. Trommel jetzt deine Jungs zusammen, verpisst euch hier. Scheiß verpissen wir uns hier. Ich sag, sammelt deine Jungs zusammen und verpisst euch hier. Bleib stehen!
Isaac oben auf dem Dach. Ja. Meinst du, ich kann hier rechts die Leiter hochgehen und muss mein Feuerschutz geben, ne? Dann kletter ich die Leiter hoch. Wir könnten raus, wir könnten nach vorne und Camacho vorfahren, dann können wir aufs Dach klettern, auf das Dach. Let's go, let's go, let's go. Nice. Du mal die Pisse. Perfekt. Weiter hoch, weiter hoch. Unsere sind jetzt bei dem Food. Oh, von... Ah, fuck. Scheiße, die schießt von dem anderen Dach. Wir müssen ein bisschen aufpassen, Jungs. Nicht alle hier jetzt sammeln. Nicht hier alle auf einen Klumpen. Die sind da drüben auf der anderen Seite auf dem Haus. Musketen, ruf die Musketenleute an. Ungo. Die müssen das Haus da klären. Taco ist gerade festgenommen worden. Wer? Taco? Taco. Scheiße, wir müssen ihn da eigentlich rausholen.